Ich glaube, das Ergebnis spricht für sich. Düsseldorf war uns, ich glaube, in fast allen Belangen überlegen. Die waren schneller an der Scheibe, haben mehr Zweikämpfe gewonnen, haben viel Druck auf uns ausgeübt. Wie Harry gesagt hat, unsere Verteidiger mussten immer unter Druck im Aufbau arbeiten. Das war heute nicht ein Spiel, wo wir uns leicht getan haben in diesen Momenten. Und dann sind wir die ganze Zeit hinter dem Score hergelaufen, immer hinter dem Ergebnis. Und wie gesagt, dadurch mussten wir vielleicht das die eine oder andere Chance auch noch eingehen, die dann Düsseldorf auch wieder mit viel Routine und auch Qualität genutzt hat. Insgesamt, glaube ich, war der Hauptfaktor bei uns, war, dass wir einfach wenig Energie hatten und wir spielen Eishockey. Unser Spiel basiert darauf, dass wir mit Engagement und Energie agieren können. Das war heute nicht der Fall. Und dann kommt dieses Ergebnis. Tut natürlich sehr weh. Ich glaube, das ist bitter da unten, auch in der Kabine. Wenn Köln gegen Düsseldorf spielt, dann wollen sich beide Mannschaften gut präsentieren. Und wir haben uns heute Abend viel vorgenommen, aber waren einfach nicht in der Lage, das umzusetzen, was wir uns vorgenommen haben. Aber wir haben jetzt 2 Tage, um uns diese Energie zu finden. Das wird die Aufgabe sein hier, Energie zu tanken, Energie zu finden, gut vorbereitet am Sonntag gegen Krefeld aufzutreten. Ja, das spielt immer eine Rolle. Aber ich glaube, dass alle Mannschaften solche Spiele spielen müssen. Ich will das wirklich nicht als eine Ausrede benutzen. Das ist auch nicht mein Stil. Das wissen auch die Jungs unten in der Kabine. Ich erkenne das an. Das ist ein Fakt. Aber das ist nicht der komplette Grund. Ich glaube, wir haben einfach nicht einfach genug gespielt in so einem Spiel, wo du natürlich diese Voraussetzungen hast, körperlichen Voraussetzungen hast. Es waren nicht nur die Reisestrapazen, es gab noch auch ein paar andere Sachen, mit denen wir zu tun haben. Aber wie gesagt, wir müssen unsere Energie finden, müssen uns hier unser Selbstbewusstsein tanken, uns darauf besinnen, was wir gut machen. Und dann am Sonntag brauchen wir ein besseres Spiel. Ja, ich glaube, in den letzten 2 Spielen, ausgenommen heute, das waren andere Spiele gegen Bremerhaven, glaube ich, haben wir uns teuer verkauft. Wenn du das entscheidende Tor mit einer Minute bekommst, Schlagschuss von der blauen Linie, der abgefälscht wird, dann war das eine bittere Sache. Und ich glaube, das Spiel in Berlin bedarf keines Kommentars. Das ist nochmal einen oben drauf gelegt, dass du den verwahrlosten Schläger auf dem Eis triffst und dadurch das Spiel mehr oder weniger entschieden wird. Von daher waren das 2 andere Spiele. Ich glaube, in den Spielen haben wir uns teuer verkauft. Da hat die Richtung gestimmt. Heute haben wir einen Schritt zurück gemacht. Und ich habe gesagt, glaube, das ist besonders in der Kabine bei uns allen. Wir spüren diese Niederlage hier gegen Düsseldorf. Und da werden wir auch ein bisschen dran zu knabbern haben. Aber wir haben 2 Tage, um uns aufzurappeln und dann am Sonntag mit einer besseren Leistung unser Spiel zu spielen. Ja, ist auch Sebastian ein Spieler, den wir eigentlich jetzt wieder. Er hat im Grunde genommen kaum eine Sommervorbereitung gehabt, hat sich am 2. Tag im Trainingslager Anfang Dezember verletzt. Also ist ein Spieler, der, ich würde sagen, unter normalen Bedingungen wahrscheinlich noch mal 2 Wochen trainiert hätte, bevor der das erste Mal ins Trikot der Kölner Haie gegangen ist. Aber wir sind in der Situation. Wir versuchen, seine Eiszeit zu dosieren. Ja, er hat heute durchgehalten, hat sich auch nicht wieder verletzt und wir sind natürlich froh, dass wir ihn zurückhaben. Er gibt uns Präsenz und ein bisschen Tempo und ein bisschen mehr Gewicht in der Line-Up, ein bisschen mehr Body und das brauchen wir ganz dringend. Ja, es ist schwierig, immer nach so einer Niederlage mal ein Interview zu führen, muss man ehrlich jetzt gestehen. Im Endeffekt haben wir jetzt ja, klar verloren. Immer schwierig danach immer was Positives darüber zu sagen. Immer einfach die Wahrheit, wenn man einfach mal so sagt, ist einfach heute nicht so gut gelaufen, wie wir das alle wollten. Und man muss leider in Düsseldorf gratulieren für den Sieg. Ja, ich muss ehrlicherweise gestehen, ich habe mich eigentlich ganz gut gefühlt. Ich habe seit Februar tatsächlich wirklich kein Spiel mehr gespielt. Ich habe mich ja noch zum Ende der Saison letztes Jahr leider auch noch verletzt. Und ich wusste gar nicht, was auf mich heute zukommt. Aber ich muss sagen, ich habe generell mich eigentlich ganz gut gefühlt. Ich denke mal, ein solides Spiel gespielt, meiner Seite aus. Ich finde das in der Reihe eigentlich relativ, später in dieser Situation haben wir
als Mannschaft leider verloren und für mich leider ja, kein so schönes Happy End heute. Also ich muss ehrlicherweise gestehen, ich glaube schon, dass ich bei 100% bin. Ich kann nicht sagen, dass ich mich noch negative Sachen hatte. Ich hatte wirklich meinen Arsch aufgerissen, dass ich jetzt hier wieder stehen kann. Ich habe wirklich wochenlang darauf hingearbeitet, dass ich jetzt heute stehen konnte und tatsächlich heute mal wieder mein Saisondebüt geben konnte. Und für mich, ich muss sagen, froh, dass ich jetzt wieder dabei sein darf. Das Ende des Tages war jetzt kein Happy End, aber gut, ich bin trotzdem in meiner persönlichen Leistung nicht zufrieden. Am Ende des Tages, was wir uns vornehmen wollen, ist ganz klar ein Sieg. Wir haben jetzt den Niederlage vorher gemacht und dann müssen wir uns ein Zeichen setzen, dass wir wieder dass wir immer oben stehen wollen. Dann müssen wir einfach jetzt alles dafür tun, dass wir gewinnen. Das heißt, härter spielen, mehr Scheiben zum Tor bringen, einfach mal auch vielleicht ab und zu mal ein bisschen einfacher spielen, aber nicht so Situation, wo man sagen, auch versuchen, in einer gewissen Ruhe zu spielen. Dass man ein wenig panisch hat an der Scheibe, dass man auch mal, wie gesagt, sich was traut, weil im Endeffekt, wenn man so eine kleine Fuck-You-Attitude hat, ist es meiner Meinung nach immer so das Beste, wenn man so hart arbeitet, aber trotzdem so diese Fuck-You-Attitude hat. Und so sollten wir echt generell spielen. Heute haben wir definitiv ein bisschen panisch gespielt und müssen schauen, dass wir diese Situation einfach umsetzen.